wo du dich da einfach in eine andere Energie versetzen kannst. Und das ist ja so wichtig, dass du nicht in dieser Ohnmachtsenergie, in dieser Wutenergie, in dieser Trauerenergie und mit diesen ganzen Energien und negativen Gefühlen durch dein Leben rennst, sondern dass du dich in eine andere Energie einfach versetzt. Okay? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Und du darfst auch Freude empfinden heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Montagmorgen heute. Ich hoffe, du freust dich auch auf die neue Woche. Wenn du gestern Abend oder auch heute Morgen eher mal so ein mulmiges Gefühl hattest, oh, es ist schon wieder so eine Woche hier, und insgeheim denkst, wenn du ehrlich zu dir bist, jetzt mache ich schon wieder ganz viele Dinge die Woche, die ich überhaupt nicht mag. Ich hocke tagsüber am Arbeitsplatz, am Schreibtisch oder keine Ahnung, was auch immer du machst. Und du hast so ganz tief in dir das Gefühl, ich würde jetzt hier nicht hocken, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Oder du es dir vielleicht auch schön redest, dass es ja noch Menschen gibt, denen es viel schlechter geht. Oder was auch immer. Also wenn du grundsätzlich das Gefühl hast, du machst heute Morgen nicht die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen, die dir wirklich Freude bereiten, dann bist du hier erst recht richtig, denn hier geht es ja darum, dass du dir ein selbstbestimmtes Leben kreierst, dass du deinen Seelenplan entdeckst, dass du dich befreist von allen Themen und Prägungen, die dich noch daran hindern, wirklich den Weg deines Herzens zu entdecken und den auch zu gehen und ohne Zweifel und den Mut, die Kraft und die Energie eben auch bekommst und vor allem, dass du auch dahingehend in dich hineinlauschst, dass du dich auch auf den Weg begibst, dass du diese Botschaften, dieses Gefühl, was da in dir ist, wo deine Seele, dein Herz mit dir spricht, dass du das eben auch wahrnimmst und in der Richtung deutest. Liebe Fanja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Genau, ja. Und ich möchte heute Morgen mit dir mal über Schuld- und Ohnmachtsgefühle sprechen, beziehungsweise auch nachher eine kleine Übung mit dir machen, so als Erste-Hilfe-Übung, so als Erste-Hilfe-Variante einfach, um dich davon zu befreien. Denn vielleicht kennst du das, du hast manchmal so das Gefühl, auch jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, als erwachsene Person, in irgendwelchen Situationen, was auch immer das ist, kommt so das Gefühl auf, dass du dich ohnmächtig fühlst. Oder du fühlst dich nicht verstanden. Oder es kommt so ein seltsames Gefühl der Trauer oder der Wut oder auch der Verzweiflung in dir auf. Oder du hast das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Oder du fühlst dich machtlos, schuldig oder fühlst dich verzweifelt. Ja? Wenn solche Gefühle in Situationen aufkommen, dann liegt der Ursprung oftmals weit zurück in der Kinderstube. Beispiel, wenn du dich nicht verstanden fühlst, auch jetzt als Erwachsene in deinem Umfeld, auf der Arbeit oder in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, wie auch immer, dann mag die Ursache darin liegen auch, dass du als Kind nicht angehört wurdest, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir wurden als Kinder von unserem Umfeld, allein von unserer Größe her, weil wir ja viel kleiner waren als die anderen, nicht wirklich ernst genommen und wahrgenommen mit den Dingen, die wir kommuniziert haben, trotzdem in uns auch als kleines Kind eine tiefe Weisheit schon verborgen war. Und diese Weisheit haben wir dann manchmal einfach zum Ausdruck gebracht, sind ausgelacht worden, sind nicht ernst genommen worden. Oder wir sind sogar zurechtgewiesen worden, dass man das so nicht sagen kann oder nicht so offen und ehrlich etwas kommunizieren kann oder was auch immer. Wenn du da Revue passieren lässt mal, dann wirst du deine eigenen Themen da finden, die in deiner Kinderstube da abgelaufen sind. Und diese Beispiele, die ich jetzt dir bringe hier,
Das sind wirklich nur Beispiele. Jeder von uns verarbeitet das bzw. nimmt das auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise auf. Also es ist nicht so, dass wie bei einem Computer, wenn ich den füttere mit einem Programm, egal welchen Computer, jeder Computer reagiert gleich dann auf dieses Programm. Das ist bei uns Menschen ein bisschen anders. Das zeigt sich dadurch, Beispiel, wenn du Geschwister hast. Jeder von euch hat so seine eigenen Themen, mit denen er sich hier im Leben durchschlägt oder beschäftigt, so seine eigenen Herausforderungen und Probleme. Das heißt, du hast auf deine eigene Art und Weise diese Situationen in deiner Kinderstube aufgenommen und verarbeitet und so auf unterschiedlichste Art und Weise machen sie sich jetzt im Erwachsenendasein bemerkbar. Da sind wir einfach individuell gestrickt. Das hilft dir ja vielleicht, diese Vorstellung oder dieser Beweis dafür, zu dem, was ich jetzt hier gerade sage, dass Geschwisterkinder dennoch völlig unterschiedlich gestrickt sind, beziehungsweise mit anderen Themen und Prägungen sich einfach beschäftigen, die es in die Heilung zu bringen gilt. So ein Beispiel hatte ich dir schon genannt, wenn du dich unverstanden fühlst, nicht angehört oder gesehen fühlst, nicht verstanden fühlst, mag das zum Beispiel aus so einer Situation raus resultieren. Wenn manchmal so das Gefühl aufkommt, und ich spreche jetzt hier von Situationen, wo du denkst, das hat doch jetzt eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Warum fühle ich mich jetzt machtlos? Warum fühle ich mich jetzt schuldig? Warum fühle ich mich jetzt verzweifelt? Warum kommt jetzt so eine Wut in mir auf? Also von solchen Situationen spreche ich jetzt. Zum Thema, um das nochmal zu verdeutlichen, Machtlosigkeit. Wenn die Eltern sich früher mal gestritten haben und wir als kleiner Stöpsel, wir haben oftmals oder überwiegend geglaubt, die Eltern streiten sich jetzt wegen mir. Oft haben sich die Eltern natürlich auch gestritten wegen den Kindern, weil sie da unterschiedlicher Auffassung waren im Hinblick auf die Erziehung oder keine Ahnung was. Und das haben wir dann als kleiner Stöpsel mitbekommen und haben uns schuldig gefühlt, weil die Eltern sich streiten. So begleiten uns auch jetzt im Erwachsenendasein unter Umständen noch Schuldgefühle. Oder wir sind als kleiner Stöpsel dann hingegangen und wollten ja haben, dass die Eltern sich lieb haben und nicht miteinander streiten und böse miteinander sind. Und wir wollten da schlichten. Je nachdem, wie heftig die Situationen sind, ich kann mich an meine Kinderstube erinnern, wo es dann manchmal heftig zur Sache ging, zwischen meinen Eltern und ich da versucht habe, die da auseinanderzuholen, also aufhören zu streiten. Da kommen Ohnmachtsgefühle auf, weil ich kann natürlich als kleiner Stöpsel überhaupt nichts ausrichten. Ich werde ja auch überhaupt nicht wahrgenommen von den Eltern in der Richtung. Ist auch nicht meine Aufgabe, den Streit der Eltern zu schlichten. Rein von der Energiefolge, von der Ahnenreihe her, bin ich ja nur das Kind. Die Energie darf ja von den Eltern weiterfließen zu den Kindern, von Generation zu Generation zu Generation. Also, so habe ich mich ohnmächtig gefühlt, weil ich da nicht schlichten konnte. Und das begleitet auch, je nachdem, mit dem Gefühl der Wut, dass ich einfach wütend war, ich kann da nichts ausrichten, oder dass ich verzweifelt war, oder dass einfach so eine tiefe Trauer in mir aufgekommen ist. Und das sind dann so die Dinge, die in unserem Zellbewusstsein noch verankert sind, wo dann manchmal diese Gefühle aufkommen und wir als Erwachsene denken, hey, wo kommt denn das jetzt her? Warum habe ich denn jetzt dieses Gefühl? Oder ein anderes Beispiel, was wir in der Kinderstube auf unterschiedliche Art und Weise gehört haben, vielleicht kennst du das auch, iss deinen Teller auf, damit morgen schönes Wetter ist oder damit morgen die Sonne scheint. Das hat mir gerade kürzlich im Coaching eine Kundin noch gesagt, dass sie das gar nicht versteht, dass sie sich schuldig fühlt, wenn draußen es regnet. Dass sie sich aber auch auf eine gewisse Art schuldig fühlt, wenn die Sonne draußen scheint. Und sie konnte das gar nicht begreifen, weil sie dann einfach sich überlegt hat, wo kommt dieses Gefühl jetzt her? Weil der erwachsene Denker hat natürlich gesagt, du kannst doch nichts für, wenn es draußen regnet.
Trotzdem fühlst du dich schuldig. Warum? Ja, also auf die Art und Weise, lass das mal jetzt auf dich wirken, wird sich da wie so ein eigener Film, deine eigene Erinnerung da blub, blub, blub machen und ja, ins Bewusstsein kommen, zu deinen eigenen Erfahrungen, die du da gemacht hast. Genau. Ja, also ich möchte mit dir heute einfach mal ein solches Gefühl, das dich immer mal wieder begleitet. Nimm da bitte so dein eigenes Gefühl, was dir jetzt so als erster Impuls ins Bewusstsein kommt. Sei es Wut, sei es Trauer, Zorn, Hass, Gefühl der Trauer. Das Gefühl, dass du dich nicht verstanden fühlst, dass du dich alleine fühlst, alleingelassen zu sein, was auch immer. Nimm dir so das erste Gefühl einfach mal so ins Bewusstsein und dann machen wir gleich eine Übung dazu. So als erste Hilfeübung, die du immer und immer wieder mit dir machen kannst. Damit ist das Thema nicht unbedingt gelöst, aber das ist so, wenn du dich darin ein bisschen übst, wo du dich einfach mehr befreien kannst von diesen Gefühlen, was dir das Leben einfach dann leichter werden lässt, weil du dich nicht mehr in dieser heruntergezogenen negativen Energie fühlst. Mag auch sein, dass es sich komplett auflöst, wenn du da in der Richtung ständig dann auch wirklich am Ball bist und es immer und immer wieder machst. Aber da sind wir noch bei dem Thema, wir sind alle unterschiedlich gestrickt und jeder verarbeitet es auf eine eigene Art und Weise. Es mag einfach auch sein, dass es nochmal genau hinzuschauen gilt, mit einer Unterstützung von außen, mit einer neutralen Energie, mit jemandem, der sich damit auskennt, wie ich dir das eben auch genannt habe, mit der Klientin, die sich einfach schuldig gefühlt hatte, wenn es draußen geregnet hat, dass man da einfach neutral hinschaut und dieses Gefühl einfach auflöst. Aber du kannst auf jeden Fall, und das ist möglich, das wirst du jetzt auch sehen, mit dieser Übung, die wir jetzt gemeinsam machen, schon mal so eine erste Hilfe tun und machen und dich von diesem negativen Gefühl ein Stück weit schon mal befreien und für den Moment zumindest, für den heutigen Tag oder für die Momente danach, wenn dieses Gefühl dann im Alltag jetzt heute oder morgen die nächsten Tage aufkommt, wo du dich da einfach in eine andere Energie versetzen kannst. Und das ist ja so wichtig, dass du nicht in dieser Ohnmachtsenergie, in dieser Wutenergie, in dieser Trauerenergie und mit diesen ganzen Energien und negativen Gefühlen durch dein Leben rennst, sondern dass du dich in eine andere Energie einfach versetzt. Okay? Gut, dann lass uns starten. Dann schließen wir mal gerne die Augen jetzt. Hallo, liebe Irmgard, ich habe gesehen, du hast dich auch gerade zugeschaltet. Schön, dass du da bist. Wir machen jetzt eine Übung, wo wir uns von dem Gefühl befreien, dass dich so, nimm das erste Gefühl, dass ich gerade so in dein Bewusstsein, dass gerade so in dein Bewusstsein kommt und davon befreien wir uns jetzt erstmal. Okay, also wir schließen die Augen, nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Füße sind nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich trägt. Und dann lade ich dich ein, jetzt einige Male tief ein- und auszuatmen, ganz in deinem eigenen Rhythmus. Ganz tief durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Noch einmal. Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Lass dann den Atemstrom ganz leicht und frei fließen. Dann lade ich dich ein, mal eine Situation in dein Bewusstsein jetzt kommen zu lassen, wo ein Gefühl dich begleitet, das dich schon länger begleitet, immer und immer mal wieder ein negatives Gefühl, das dir Energie raubt, wo du dich fragst, woher kommt das?
Sei es jetzt, dass du dich traurig fühlst, dass du dich verzweifelt fühlst, ohnmächtig, nicht verstanden fühlst, was auch immer es ist. Lass jetzt einfach mal bitte vielleicht auch eine Situation in dein Bewusstsein, ansonsten einfach nur dieses Gefühl. Es ist wichtig, dass du dieses Gefühl jetzt wahrnimmst, dass du es ins Fühlen kommst, dass du dich jetzt ja, verbindest mit diesem Gefühl der Ohnmacht, der Trauer, der Wut, was auch immer es ist. Nimm bitte das Gefühl, was dir jetzt als erstes in dir aufpoppt und nimm dieses Gefühl mal bitte wahr, fühle es mal bitte. Gefühle wollen nichts anderes als gefühlt werden. Fühle es bitte mal, nimm es wahr. Geh mal ganz in das Gefühl hinein jetzt, soweit dir das möglich ist. Vielleicht gelingt es dir sogar so weit, dass auch weitere Emotionen mit verknüpft sind, dass dir vielleicht zum Weinen zumute ist. Mach dir nochmal bewusst, Gefühle wollen gefühlt werden und indem du sie jetzt mal bejahen zulässt, ist der erste Schritt getan, um dein Zellbewusstsein zu verlassen, dass die Gefühle deinen Körper und alle Ebenen deines Seins verlassen können und Heilung geschehen kann. Wunderbar. Du hast jetzt also ein Gefühl, das dich so belastet, das immer wieder kommt und du dich fragst, Mensch, warum fühle ich mich jetzt so oder so? Warum kommt dieses Gefühl immer wieder auf? Warum poppt das auf? Dann geh nochmal ganz mit deiner Wahrnehmung in das Gefühl, fühle es. Beobachte auch mal, welche körperlichen Reaktionen damit einhergehen. Mach dir bewusst, dass du das jetzt nur machst, um es gleich loszulassen. Deshalb geht es jetzt noch einmal darum, dieses Gefühl zu fühlen, wahrzunehmen, da sein zu lassen. Wunderbar. Dann stell dir vor deinem geistigen Auge entsteht jetzt eine goldene Schale. Wenn du visuell angehaucht bist, dann siehst du jetzt diese goldene Schale. Wenn du eher gefühlsmäßig angehaucht bist oder dir jetzt gar nichts in der Richtung vorstellen kannst, kein Bild aufkommt, macht nichts, einfach mitmachen, dann denk einfach vor deinem geistigen Auge, das ist jetzt eine goldene Schale. Du musst diese Schale nicht im Einzelnen ziehen. Einfach denken vor deinem geistigen Auge, das ist eine große goldene Schale. Und dann nimm nochmal das Gefühl, das du eben gefühlt hast. Diese Emotion, die in dir aufkommt, diese körperlichen Reaktionen, die damit einhergehen. Vielleicht hast du Herzrasen, vielleicht hast du ein Kloß im Hals. Vielleicht hast du ein Zittern in deinem Körper, vielleicht wird es dir ganz heiß oder kalt, was auch immer. Und dann beginne jetzt mal durch den Mund auszuatmen und stell dir vor, wie diese Emotionen durch deinen Mund deinen Körper verlassen und in diese goldene Schale fließen. Mach das jetzt mal in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Rhythmus. Stell dir vor, wie du diese Emotionen, das Gefühl, diese Reaktionen, im wahrsten Sinne des Wortes, Reaktionen, was es in deinem Körper auslöst, dass du das durch den Mund ausatmest, dass diese Energien ausgeatmet werden können durch deinen Mund und in diese goldene Schale fließen. Du hast jetzt Zeit dazu. Mach das ganz tief durch den Mund ausatmen, dir vorstellen, wie du dich leer machst von all dem Kram, der da jetzt aufkommt und wie du durch dein Ausatmen das in diese goldene Schale atmest. Du hast jetzt Zeit dazu. Und weiter, mach dich leer. Stell dir vor, wie du dich mehr und mehr von diesem Gefühl befreien kannst. Mach dich leer.
alles jetzt ab in die goldene Schale, was dich belastet, was dich bedrückt, was auf dir lastet. Ganz in dem Vertrauen, dass jetzt die Heilung geschieht, die geschehen darf, zum Wohle aller Beteiligten. Und da geht noch mehr, mach dich noch leerer. Atme noch tiefer aus, gib's ab in die goldene Schale. Gib all das ab, was dir jetzt bewusst, aber auch was dir unbewusst ist. Gib all das ab in die goldene Schale. Und nochmal. Wunderbar. Und noch einmal leer machen. Noch einmal schalten wir den Nachbrenner ein. Und noch einmal all das abgeben in die goldene Schale, was dich jetzt noch bedrückt und belastet. Was im Bewusstsein ist, aber auch was im Unbewussten ist, was jetzt in die Heilung gehen darf. Wunderbar. Die Augen sind weiterhin geschlossen. Die goldene Schale ist jetzt mit all dem Kram gefüllt, den du gerade abgegeben hast. Und jetzt atme mal auf und gib die goldene Schale wieder zurück ans Universum und stell dir vor, wie sie ins Universum entschwindet. Und all die Energien, die du da hineingepackt hast, finden jetzt den Weg in ihre wahre Heimat. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Das Universum sorgt dafür, dass das jetzt alles ins Gleichgewicht kommt, zum Wohle aller Beteiligten, zu deinem höchsten Wohle. Und zur Heilung. Und jetzt spür mal, wie du dich jetzt fühlst. Spür mal die Erleichterung. Fühl mal, wie sich das jetzt anfühlt, wie du dich befreien konntest. Die Augen sind weiterhin geschlossen. Bleib mal ganz bei diesem befreienden Gefühl. Atme und bade dich mal in diesem guten Gefühl, in dem du dich gerade jetzt befindest. Stell dir mal vor, wie du dich in diesem Gefühl badest. Und stell dir auch mal vor, wie du das Gefühl jetzt noch verstärken kannst. Wie du das Gefühl, dieses wunderbare, energiereiche Gefühl noch größer werden lassen kannst. Und noch mehr von diesen Gefühlen jetzt in dein Bewusstsein lässt. Stell dir einfach vor, wie jetzt, wie aus Geisterhand, noch mehr von diesen Gefühlen zu dir kommen. Wie du dich damit auftankst, Atemzug für Atemzug. Bade in diesem wohligen Gefühl, was auch immer es für ein gutes Gefühl ist, in das du dich jetzt gerade hineinversetzt hast. Und stell dir vor, wie noch mehr von diesen Gefühlen jetzt zu dir fließen. Wie überwältigend gut sich das jetzt anfühlt. Wunderbar machst du das. Und lass auch gerne mal ein Lächeln in dein Gesicht huschen. Deine Mundwinkel gehen jetzt nach oben. Beginne zu lächeln. Beginne dich zu freuen. Beginne mehr und mehr dich gut zu fühlen, dich wunderbar zu fühlen. Leg auch gerne jetzt mal mit geschlossenen Augen deine Hände auf dein Herzchakra und öffne auch gerne dein Herz dir selbst gegenüber mehr und mehr. Und sei stolz auf dich, wie gut du das jetzt gemacht hast. Wie gut du dich jetzt befreien konntest, zum Wohle aller Beteiligten, zu deinem höchsten Wohle. Fühl mal, wie gut sich das jetzt anfühlt. Wunderbar. Und nimm dann nochmal einen tiefen und genüsslichen Atemzug. Beweg dich nochmal und mit dem Ausatmen öffnest du wieder deine Augen. Bist hellwach, topfit und voll guter Energie. Hallo liebe Christine, schönen guten Morgen, schön, dass auch du dabei bist. Ja,
Wie geht's dir? Hinterlass mir gerne mal einen Kommentar, wie die Übung für dich war. Ich bin immer noch in diesen wunderbaren Energien am Hin- und Herschwingen. Das ist so das, was mich da immer so dazu verleitet, in diesen guten Energien hier zu schwingen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest da auch in der Richtung deinen Körper bewegen und da mitschwingen, dann mach das gerne. Unterdrück das nicht. Schwing mit diesen Energien mit, beweg dich. Wer sich bewegt, bewegt etwas. Okay? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag heute. Genieße vor allem eines. Genieße dich. Genieße dich als wunderbare Persönlichkeit. Erlaube es dir, dich zu genießen und heute ganz, ganz viel bei dir zu sein. Ganz, ganz viel in deiner eigenen wunderbaren Energie zu sein und zu bleiben, die du dir jetzt gerade erschaffen hast. Erlaube es dir. Und vielleicht bist du jetzt ja auch so gestärkt, dass du heute auch noch andere Menschen in diese positive Energie mit reinnehmen möchtest oder sie anstecken möchtest. Und bewahre dir heute, so oft es geht, ein Lächeln auf deinem Gesicht. Okay? Alles Liebe, fühl dich ganz lieb umarmt. Wir sehen uns morgen nochmal. Ciao, ciao.